Was machen tatsächlich die meisten Menschen, wenn sie etwas nicht verstanden haben? Genau, richtig. Sie gehen so vor, dass sie denken, sie haben es verstanden, sie haben es für sich irgendwie erhört und sagen dann, ja, ich habe das verstanden, ich komme damit gut zurecht. Aber in Wirklichkeit hätten sie nachfragen sollen, um herauszufinden, um welche Thematik handelt es denn? Und erst dann, wenn du es auch machst, wenn du das in dein Leben mit integrierst, dass du jedes Wort, jede Vorgehensweise, jedes Verständnisproblem auflösen musst und das nicht machst, dann läufst du Gefahr, dass du nicht herausfindest, was ist denn letztendlich Bestandteil gewesen dieser Frage oder dieser Aussage. Und das machen die ganzen Menschen meistens da draußen. Sie gehen davon aus, weil sie diese Annahme haben, dass sie etwas verstanden haben. Aber wenn man etwas versteht, dann stellt man meistens auch mal eine Frage, hast du das so oder so oder so gemeint? Und dann kannst du das Ganze nicht auflösen. Aber nicht, indem du denkst, dass etwas für dich verständlich war, obwohl du gar nicht richtig hingehört oder zugehört hast und dein wirkliches Aufnahmevermögen gar nicht so groß gewesen ist. Und das musst du immer wieder für dich herausfinden. Wie weit gehst du denn, wenn du jetzt eine Frage hast? Was machst du letztendlich, um das auch möglich zu machen, da tiefer in die Materie eintauchen zu können? Und das musst du immer wieder für dich optimieren und analysieren, um herauszufinden, was ist denn wirklich die Aussage, die Kernbotschaft dieser ganzen Situation gewesen? Wenn du eine Frage stellst und eine Frage hast, mach dich immer wirklich aufmerksam. Und mach auf dich aufmerksam, dass du ganz genau weißt, hey, ich habe da noch eine Frage, ich möchte noch dazu was wissen. Wenn du das auch möchtest, wenn das wichtig ist, zu jeder Frage, zu jeder Situation, zu jeder Geschichte auch eine Antwort zu haben, weil du zuhören kannst, weil du weißt, wie Verständigung stattfindet, mit allem drum und dran, weil du ganz genau für dich diese Kontrolle auch beherrschen möchtest, schick mir einfach mal eine Nachricht, wir beide werden zusammen analysieren, was jetzt bei dir die Ausgangssituation ist und wo du letztendlich hin möchtest, was für dich maßgeblich notwendig ist. Und dann werden wir beide zusammen in einem Gespräch herausfinden, was du für Möglichkeiten hast, wenn das für dich gegeben ist. Also erledigt, klare Sache, klare Verhältnisse geschaffen wurden. Und dann, wenn dir das auch gefallen hat, was du in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, sag dir einfach mal, gib den Ruck jetzt. Ich teile das mit anderen Menschen, die das hören und sehen sollten, weil du auch möchtest, dass diese in diesen Genuss kommen, diese Aussage, diese Botschaft mitzubekommen. Und darüber hinaus kannst du dir mein Video auch auf YouTube-Kanal mäßig angucken. Da findest du nämlich eine ganze Menge weiterer Videos. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.